Und damit willkommen zu einem bisschen misslungenen Start von einem neuen Part. In der Let's Play Super Mario Maker. Hi. Wir sind wieder da. Leider. Viele sagen würden. Geholzern! Ganz toll, ja. Sun spielt mit dem Soundboard rum. Aber das machen nur uncoole Leute. Und wir haben ein paar neue Aufträge. Stopp mal hier. Nämlich das Feuerballregen in der Baumschule. Also die Schule, auf die du gehst. Aber manchmal müsstest du auch. Wenn ich dorthin gehe, dann gehst du doch auch. Ja, wir gehen weiter auf die Baumschule. Mach einen Handstand auf allen Bäumen und erreiche das Ziel. Boah, ist doch easy. Ja, weil wir ja so gut in Sport ist das, sind. Ja. Wir haben ja alle eine Eins in Sport. Ja, aber du hast den besseren Sportlehrer. Nicht so wie du, Herr Moscha. Ich darf ihn eigentlich Moscha da Bibi nennen. Grüße gehen raus, ihn, falls er seinen Stream schaut. Das Video schaut. Das ist sein Spitzname, Moscha da Bibi. Ja, ist ja Moscha. Du musst einen Handstand machen auf diesem Baum. Hab ich doch. Hast du nicht. Halt dein Kind. Schau mal, jetzt. Sogar eine One-Up bekommen. Verpiss dich! Du musst noch den anderen Baum Handstand machen. Wer ist denn? Den davor. Hab ich jetzt einfach passt? Dort. Okay, das ist voll ungewohnt, das Mann. Hä? Das zählt schon, hat schon gezählt. Siehst du? Ja, gerade eben hat es gezählt. Alter, was ist das für ein fettes Kind? Die fetten Kinder sollten aufhören, Schokolade zu fressen, anstatt die Leute im Feuerball abzuwerfen. Hallo! Fettes Kind, ja? Nicht mehr in Münster, sondern. Wenn man da in der Mitte drehen ist, dann macht zack und man ist am. Und dann wäre alles dann richtig schön kritisch. Da 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 da. Oh, tut voll weh. Echt? Kommt das mit vielen Socken oder wie? Oh geil, sind die Katzen. Hey! Warm Katzen besser. Jetzt sind wir super strong. Und ich bin richtig am Arsch, weil ich die nächste. Komm! Ja, ist klar. Ja! Glühne Pupille! Was hast du auch mit mir gemacht? Komm! Yikes! Hallo! Ich glaube, du kannst jetzt dort nicht mal hoch. Dann war was halt so! Ist doch auch geil! So! Stand so like. A like! Könnt gerne mal ein Like da lassen, wenn ihr alle wollt hier. Ist ja ganz lustig hier, überhaupt ist. Das Hauptgebäude ist fertig. Also das erste Obergeschoss. Boah. Das wird hier immer schöner. Ja, das Schloss, das wird langsam, ne? Oh, warte, da oben gibt es ganz viele Missionen. Ja. Vielleicht kann man dort reingehen. Achso, aber vielleicht kann man unsere neuen Münzen ja auch so ein, ja, machen. Warum sind wir so riesig? Ja, das können besser. Ja, das ist halt so für diesen Durchsehen. Dieses Rangezoome. Ja, willst du nicht erstmal die ja, da bauen wir jetzt halt hier weiter. Ja! Hä? Du musst auch zu denen da hoch. Ach so. Ah! Nein. Dann gehen wir mal hoch und besuchen die kleinen fetten Toads hier. Herr Meister Mario! Die Bauleiterin hat mir lackiertes Wolke abgenommen. Angeblich ein Verstoß gegen Sicherheitsvorschriften. Aber es sollte wohl nichts und aufs Pressen, bevor es noch einen hinbekommt, flüstert es dir ins Ohr. Okay, nicht arbeiten.
Also müssen wir jetzt die Arztkäserei machen und dieses Fall arbeiten. Aber okay, wo kommen wir hin? Himmlisches Arbeiten. Auf Lakitos Wolke. Ja. Oh nein, oh nein. Ich glaube, es gibt noch einen. Waren das 6 Sekunden, oder? Warte, jetzt schau ich dir. Bin tot. 2 Sekunden! Ich bin nicht gut in so Sniveln, aber ich weiß, wie ich das mache. Du hast aber eh nur 20 Sekunden insgesamt, gell? Oh yeah! Ich geh auf Nummer sicher. Boah! Das nenn ich mal Pro-Gamer. In 13 Sekunden ein Level geschafft. Ja, voll, ne? Wir haben Skills! Skills, die gehen bis zum Mond und weiter. So. Was ist denn hier los? Was macht der jetzt? Da ist die Lakito. Nein, das ist nur die Wolke von Lakito. Aber die können wir nutzen. Und dann können wir rüberfliegen. Ich glaube aber jetzt baut er eh weiter. Okay. Aber jetzt, wenn du wieder auf zu Date gehst, dann kannst du hier dort was bauen. Achso, und vielleicht kann man hier auch noch was machen. Mhm. Worum geht's denn? Ah ja, Steinslepperei, okay. Machen wir halt mal die Gesinnung, das was mir machen kann. Ja, nicht so krass viel. Müsst mal hinbekommen und dann sind wir weiter. Mit deinem Steinquader. Mit. Oh nein. Ich hab Angst. Das klingt witzig. Ich muss aber die ganze Zeit B und A gedrückt halten. Ein Y und A. Oder B geht auch. Warte, schon mal, was ist so? Nee, B geht doch nicht, oder? Alter, ist ja richtig. AIDS, die beiden Tasten gedrückt zu halten. Ja. What? Den zuerst. Warte so, ah. Wenn du oben bist, dann. Nein, und dann dort von der Plattform. Nachts. Digga, das ist ganz aber so komisch, dass es einfach auf dem Kopf aufprallt. Hat doch die Tastenbelegung übelst nicht klar, weil das direkt hier so beschissen im Spiel ist. Dann ist es besser mit Zeigefinger und Mittelfinger dann zu spielen. Ich weiß was, du musst dort springen. Ich muss den. Ja, genau so. Ja? Zähl. Du musst den. Jetzt, nachdem das deine erst reingerutzt ist, geflutzt ist hier. Funktioniert das! Ah. Darauf erstmal zu spät hier. Why not?
Oh ja, ich seh's gerade. Aber zuerst einmal, was dieser kleine Tote muss, ne? Oh. Und von hier zum Ausflug so lang brösten wir an. Auswurst heißt ein Block. Ja. Der verlorene Tod. Was müssen wir noch? Ich hab keine Ahnung. Irgendwas. Reicht das hin? Reicht das hier mit einem Tod? Oh nee, also muss man wieder diese Scheiße so anfassen. Oh. Okay, eigentlich bist du das auch mal wieder spielen, ja? Okay, dann. Wir wollen jetzt ausschließen. Oh, wenn genug Durst gewinnt, hier auch ein Schissen. So fett. Schau mal, wie fett er ist. Aber schau mal, jetzt hier, ich mach das so. So, ach, du läuft einfach hinterher, Rass, es muss nur ein Ziel. Ja, komm. Das ist doch nicht schwer. Der stirbt aber. Oder du? Ach schon, der kann sterben. Holy shit! Oh. Boah, das ist ja Estekritis. Wenn man das hier so anschaut. Ich glaube, es kommt keine mehr. Null. Das ging ja easy, ne? Schauen wir doch mal bei Toadette. Ja, das war ja bis jetzt relativ easy. Oh, da ist ja so ein Toadette. Und was ist hier? Sehr gut. Ob verrecken würde, wenn man da runterfällt in der Mitte. Wie das mal aus, vielleicht kommst du wieder nach unten. Ach so. Habe ich schon ausprobiert. Dankeschön, lila Tod. Gut, dann sind wir nochmal so Toadette. Und zwar, ob wir jetzt noch irgendwie weitere Aufträge bekommen. Okay, erstmal vor allem nicht genügend Geld. Da muss man wohl noch ein paar Level machen. Ja, ich finde die Idee davon echt lustig. So, muss ich es sagen. Also die hat mich überzeugt, die gefällt mir. CP-Sieb-Swämme, ne? Blick des Todes. Der Panik in deinen Augen. Ach, Wasserlevel. Oh nein. Du magst jetzt keine Wasserlevel? Nein, ich hasse Wasserlevel. Ist auch. Hast du den, schon mal den da hinten? Den mag ich gar nicht so. Den habe ich so gehasst, als ich das erste Mario Bros. Gespielt habe. DS. Der ist auch zum Hassen. Das Einzige, was ich mag an diesem Level, ist die Musik. Mhm. Weil die entspannt ist. Die Musik ist in der Tat ganz cool. Und vor allem ist die auch das einzigste Entspannte an diesem Level, ne? Oh.
Ist auch sehr logisch, dass man Türen öffnen kann unter Wasser. Nein, überflutet werden können die ja nicht, weil Wasser ist ja eh schon drin. Nein, ja. Aber wie sollst du bitte mit deiner Kraft eine Tür öffnen? Unter Wasser. Mario ist stark, der kann alles. Das ist genauso wie er sie. Ich hatte schon schwieriger. Ja, das war jetzt nicht so krass, wer. Ich gib's das. Willst du noch ein Level machen? Ja, wir haben noch vor eins, haben wir noch, oder? Ich weiß nicht wie lange. Nee, kaufen wir jetzt erstmal noch ein Dings. Machen wir Westflügel oder fangen wieder mit Westen an. Der Bau kann beginnen und die bauen weiter. Das ist ja sehr schön. Immer teurer. Ja, ihr seht, so eine Burg ist ein teurer Spaß, ne? Und die Bauarbeiten haben begonnen. Das ist schön. Ja, ne, weitergehend wird's im nächsten Part auch nochmal so spät hier. Und auf dem Plan da hinten. Stimmt, der ist genau, dort. Dort? Sieht man die fertige Burg. Ja, ist noch ein bisschen hin bis dahin. Also, das war's aber mit dem Part, liebe Leute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!